Servus zusammen, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt's Teambuilding zu ZPL Spieltag Nummer 4 gegen den guten Sepp, auch inzwischen ein, ich sag mal, guter Homie von mir. Wir verstehen uns sehr gut seit unserem ersten Kampf in der JPL. Mit ihm wird übrigens auch noch ein gemeinsames Video kommen. Wir haben uns da mal was Besonderes einfallen lassen, also seid auf jeden Fall gespannt. Kurz noch ein kleiner Spoiler zu Spieltag 3 gegen Nico, den wir ja ursprünglich 4:0 verloren haben. Alle, die das Video gesehen haben, wissen jetzt, was Sache ist. Und zwar haben wir rückwirkend 6:0 gewonnen, weil Nico sein Libero nicht in der Giga-Dynamax-Form gespielt hat, sondern die normale Dynamax-Form. Es hat nicht gemattert, weil er den Feuer-Move nicht gedrückt hat. Ich wollte auch auf den Win verzichten, beziehungsweise ja, ich hätte drauf verzichtet, ich habe das angeboten, ich habe gesagt, ich verzichte, weil es nicht gemattert hat und er sich den Sieg natürlich auch verdient hatte. Klar war der Mist drin, aber es spielt keine Rolle, er hat sich den Sieg verdient und deshalb hätte ich verzichtet, aber klar, Regeln sind Regeln, es wurden schon Freeze verteilt für nicht Giga-Dynamax-Mons. Dem kann ich es auch nachvollziehen. Ich kann mich allerdings nicht freuen über die 3 Punkte, auch wenn sie extrem wichtig für mich sind. So stehe ich jetzt nur noch 2-1 und kann mit einem Sieg gegen Sepp hier ein bisschen Punkte sammeln. Ja, klar, scheiße. Nico, nochmal, tut mir wirklich leid. Sorry, Mann, echt scheiße gelaufen. Ich hätte es dir wirklich gegönnt. Im Fall, du siehst, ja. Mein Gott, leider. Leider so gelaufen. Ja, gut, in dem Fall stehen wir jetzt halt 2-1. Und jetzt geht's ran gegen die Deco Stars. Und das Team hier soll's richten. Und zwar haben wir dabei mein Master Killer Voltolos, der mich gegen Nico im Stich gelassen hat. Mit dem Focus Blast. Aber gut, jetzt kann er es besser machen. Diesmal nicht Choice Scarf, sondern ein Life Orb Set. Und zwar, ihr habt es schon gesehen die ganze Zeit, wir spielen hier Donner, U-Turn, Meteorologe und Regentanz. Ja, ihr seht es auch schon, wer danach kommt. Ich habe mich mit dem guten Ohio, Grüße an dich, wenn du es hörst, gestern so ein bisschen über das Team unterhalten und dann meinte so, ah ja, mal Regentanz und so und dies und das. Ich habe da davor auch schon ein bisschen dran gedacht und es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass ich das ganz gut spielen kann, gerade auch wegen der U-Turn und so. So kann ich Quapo immer gut reinholen gegen die Mons, die gegen Voltolos reinkommen. Sieht halt Quapo zum Beispiel sehr gut aus, von dem her kann das gut funktionieren und hoffe, dass es ihn vor Probleme stellt. Der Plan ist aktuell auch mit Voltolos zu leaden, weil er ein gutes Lead-Matchup auch hat. Sollte er mit Zandarmer leaden, habe ich da natürlich auch kein Problem damit. Dann kann ich nämlich einfach den Regentanz drücken. Dann weiß er, was Phase ist. Das heißt, ich habe auch vor, direkt in Turn 1 den Regen rauszuholen und ihn damit gehörig unter Druck zu setzen. Weil dann muss er den Regen irgendwie ausstallen durch Geswitche oder irgendwas. Und ich kann halt immer zumindest mal eine Liquidation mit Quapo rauskriegen, die auf alles extrem guten Schaden macht, weil ja, er The Root halt nicht rein switchen möchte, weil der Close Combat ja kommen könnte. Ja, Zandarmer, dafür der Meteorologe, wird dann zu einer Wasserattacke, dagegen kann Zandarmer überhaupt nichts machen, der wird geone-shottet. Mich kann er mit der Edge nur rausnehmen, wenn er crittet oder komplett Adamant Full Attack spielt, was ich mir nicht vorstellen kann. Ja klar, Donner dann selbsterklärend, trifft im Regen immer, stärkste Elektroattacke, U-Turn auch, über Volt Switch, ganz klar, dass ich halt immer rauskomme. Und ja, den Rest habe ich erklärt. Ich muss leider wieder langweiliges 2-5-2 Investment fahren. Er hat 2 Mons mit 100 Speed, der eine Punkt macht jetzt da den Kohl nicht mehr fett, das heißt, ich spiele 2-5-2, die letzten 4 in die KP für die ungerade KP-Anzahl. Und tatsächlich ein naives Wesen, weil ich bei der U-Turn wegen The Root
und unter anderem auch ein bisschen wegen Olangar keine Damage-Abstriche machen will. Deshalb das Minus-Spätz-Def-Wesen kann ich mir eher leisten wie das Minus-Def-Wesen. Ja, dadurch Schwoltolos recht schnell erklärt. Habe ich vorher vergessen, was sehe ich denn bei ihm, wenn wir uns seinen Kader anschauen? Ich sehe auf jeden Fall seine komplette obere Reihe, G-Max, Glurak, Jirachi und Porygon 2. Bin ich mir ziemlich sicher, dass die mitkommen, weil die alle gegen mein Team recht gut sind. Dann sehe ich noch ziemlich sicher Zarud eigentlich, weil der ziemlich auch gar nicht so schlecht aussieht. Zarud, Olangar, eins von beiden kommt auf jeden Fall mit, ganz sicher. Beide auch möglich, aber eins von beiden auf jeden Fall. Und dann noch eventuell Sandarmer, Kabutops oder Tantrak. Tantrak kann mich vor Probleme stellen, aber jetzt nicht vor gravierende. Komme ich auch nachher dazu, warum. Und ja, Sandslash, Kabutops, einen von beiden sehe ich auf jeden Fall noch. Den Rest eher weniger, aber man weiß ja nie, was die Leute sich denken. Eliki, ich habe drei Elektroimmunitäten im Team, zwei davon habe ich dabei. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es mitnimmt. Der hat nichts gegen Sumpex. Ein EQ nimmt ihn einfach raus. Ja, er könnte es mitnehmen als Screener und Explosion, aber ich habe auf Sumpex die Trockenheit, wenn er Olan gar nicht mitnimmt. Also das wäre so das, was ich sehe. Die anderen eher nicht. Die haben zwar auch ihre Nische, aber ich sehe sie jetzt eher weniger. Ja, bei Voltolos waren wir ja schon. Wie gesagt, wahrscheinlich als Lead-Matchup, ganz einfach, weil er eben auch den Speed hat, gegen alles gut aussieht. Klar, Olangar wäre jetzt, wenn er halt direkt die Screens rausholt. Aber gut, dann setze ich mir trotzdem den Regen auf, weil Olangar nicht viel gegen mich machen kann. Ich setze mir den Regen auf, baller erstmal Donner oder Meteorologe raus und dann habe ich da direkt Chip verteilt. Ja. Also von dem her werde ich den Plan wahrscheinlich auch straight up so durchziehen. Und dann, naja, ich habe noch überlegt, Nassbrocken zu spielen, aber ich brauche jetzt nicht unbedingt 8 Runden Regen. Und ja. Dann der vom Regen profitiert, der Inspector Deck. Diesmal mit bisschen einem anderen Set, und zwar ein Expert Belt Wassertempo. Und ich spiele wieder Liquidation und Close Combat diesmal. Einfach für den Damage, die stärksten Moves. Ja, ich könnte auch Kaskade spielen für den Flinch, aber Liquidation gibt mir eventuell auch einen Death Drop und ist einfach stärker. Ich gehe hier nur auf Damage, spiele noch das EQ dazu, einfach zur Coverage. Das trifft alles aus Glurak und zur Root. Ja, Ninjas, gut, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass der mitkommt. Also die Coverage hier, die er an den Tag legt mit den drei Moves, ist gut. Dann habe ich noch überlegt, den Poison Jab zu spielen für Olangar. Das rechnet sich aber nicht. Im Regen ist die Liquidation auf jeden Fall gleich stark. Und mit zwei Liquidations kriege ich ihn auch raus. Deshalb habe ich mich für ein Bulk-Up entschieden. Ganz einfach, weil ich die Möglichkeit auch habe, mich zu setupen. Ich kann, wenn ich gut reinkomme und der quasi rausswitchen muss, dann kriege ich for free ein Bulk-Up raus, gehe auf plus 1 Angriff, plus 1 Def. Und kann dann im Regen mit dem Expert Belt gut ballern, weil ich halt für fast alles einen sehr effektiven Move habe. Außer jetzt halt für Olangar, aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Und dann kann ich da schön reinschallern. Ja, für Raji tatsächlich, ja doch, CQ habe ich auch. Und dann kann ich da ziemlich schön reinschallern auf plus 1 dann. Und ich hoffe, dass das so mehr oder weniger ein bisschen aufgeht. Dann kann ich da von Anfang an Druck machen. Die zwei sind zwar wichtig, aber das sind nicht die Win-Cons. Da habe ich mir ein bisschen was anderes eingebaut. Das soll einfach auch sonst mal grundsätzlich großen Chip verteilen und da einfach ordentlich austeilen. Ja, Investment. Ich muss leider das frohe Wesen spielen, weil sonst kann ich Scarf the Root im Regen nicht outspeeden. So bin ich im Regen das schnellste Mon. Außer er spielt Scarf Ninjask oder Scarf Eliki oder sowas. Ich glaube, Eliki kriege ich nicht ganz. Wobei doch, könnte ich auch knapp kriegen,
wenn es mitnimmt. Aber da muss ich sowieso raus. Das könnte ich jetzt mal noch schnell nachschauen, ob ich Eliki krieg mit dem Investment. Na, wahrscheinlich mäßig spielt. 260. Ja, wenn er mäßig spielt, kriege ich ihn. Wenn er Timage spielt, dann kriege ich ihn nicht. Dann kriege ich ihn aber, glaube auch nicht mit. Ne, dann kriege ich ihn auch nicht mit 252. Von dem her ist es gerade egal. Dann kann ich hier bei den 228 bleiben. Und Sarut kriege ich ja mit dem Investment auf jeden Fall. Genau, also Eliki kriege ich. Wenn er Modest spielt, kriege ich ihn. Ansonsten nicht. Aber wenn er mitnimmt, gehe ich davon aus, dass er mehr oder weniger auf Modest Eliki geht. Ja, die letzten 28 dann einfach in die KP und natürlich Full Attack. So, dann kommen wir zu meiner defensiven Wall. Gala Weezing sieht hier extrem gut aus mit der Schwebe. Kommt er gut gegen Sandslash rein. Auch gegen die anderen Bodenattacken, Brandzahn, Glurak. Und kann hier richtig schön wallen. Ich habe den Heilungsmove nicht drauf. Ich spiele im Wunderdampf, Flammenwurf und dann tatsächlich Willow und Toxic. Brauche ich aber. Ich brauche genau die Moves. Ich brauche den Wunderdampf, weil er halt die Feenschwäche hat auf Sarut, den Weezing extrem gut checkt, richtig gut checkt. Auch Olangar die Feenschwäche, den Weezing auch gut checkt. Legios wird auch von Weezing gut gecheckt. Klar, er kriegt halt natürlich so gut wie immer den Freeze-Switch auf Raji, weil der halt gegen Weezing komplett free ist. Da muss ich aufpassen, da muss ich dann eventuell mit Doubles antworten, aber deshalb habe ich den Flammenwurf drauf, einfach damit Raji nicht for free reinkommt. Und auch das Willow im Falle ein physisches Raji spielt, womit ich eher weniger rechne. Ich rechne eher mit einem speziellen. Aber trotzdem, dann habe ich den Chip drauf durch den Burn, der, wenn er die Lefties hat, die negiert. Ja, Toxic auch ganz klar. Für P2 kann ich, muss ich, will ich Toxic spielen, auch für Olangar. Ich möchte die einfach alle ein bisschen einbremsen. Ich möchte sie auf dem Timer haben, weil sonst hätte ich eben gar kein Toxic drauf gehabt, weil die anderen Move-Slots von meinen Mons besetzt sind. Und deshalb muss ich das so spielen, auch komplett physisch defensiv hier mit dem kühnen Wesen, glaube ich. Ja, und die letzten vier habe ich tatsächlich in Init gepackt, ganz auch einfach aus dem Grund, wenn er eventuell kein Init-Investment auf Olangar spielt und keins auf P2, bin ich halt eben ein Punkt schneller, was eventuell wichtig sein kann. Und wenn er das Minus Init-Wesen auf Sandslash spielt, warum er das tun könnte, komme ich gleich später dazu. Bin ich eben da auch noch schneller und mit der Schwebe kann er mich sowieso nicht touchen. Außer er trickt mir irgendwie eine Eisenkugel oder sowas, aber das glaube ich jetzt weniger. Und dann kann das hier ganz wichtig sein, die letzten vier da reinzupacken. So, nächste Wall. Mein Signature Rekkon Sumpex mit der Anti-Pflanzenbeere. Trockenheit habe ich vorher schon angesprochen, warum? Für eventuelle Explosionsleads, Eliki-Sets oder ähnliches. Deshalb die Trockenheit. Mit Flip-Turn, Earthquake ist ja klar, Momentum und Step-Move hier. EQ ist einfach gut gegen einige Mons von ihm. Steinhagel. Und zwar Steinhagel, weil Sumpex mein Giga-Glurak-Check ist. Deshalb auch die Anti-Pflanzenbeere. Ich kann die Dynaflora abfangen, möchte die Tarnsteine zum hoffentlich dem Zeitpunkt draußen haben, wobei ich glaube, dass er die Boots spielen wird auf Glurak. Dann das Steinhagel. Ich tank die Pflanzenattacke sehr gut, kriege einen Steinhagel raus, kann ihn extrem chippen und kann dann, weil er dann halt nochmal auf die Dynaflora gehen muss, switchen und auf Weezing oder Voltolos, die resisten, oder auf Cramor und kann eben dann ihn dementsprechend weiter runterchippen.
Deshalb spielt Sumpex hier auch komplett speziell defensiv. Da habe ich gar keine Abstriche gemacht. Die letzten vier, dann habe ich in die Attack noch gepackt. Ob man den jetzt physisch oder speziell defensiv spielt, macht keinen Unterschied. Der hat den beiden Def-Werten 90. Deshalb komplett da reingepackt und soll dann eben quasi Glurak checken, seine Giga irgendwie ausstallen. Die kriege ich nur mit Switchen. Ich kann seine Giga nur mit Switchen ausstallen. Giga Glurak ist ein großes Problem für mich, weil er halt eben die gute Coverage hat mit Boden, Pflanze, Feuer. Die wird er auch alle drei spielen. Da bin ich mir sicher, er wird alle die drei Moves mitspielen und wahrscheinlich noch den Kampfmove, also den Fokusstoß, weil er halt Max Airstream nicht spielen darf. Deshalb bin ich mir sicher, dass er den Kampf, den Feuer, den Boden und den Pflanzenmove spielen wird, weil das einfach am sinnigsten ist. Und dagegen muss Sumpex halt dagegen halten. So, dann kommen wir zu Kramor. Kramor spiele ich hier auch physisch defensiver mit dem Beulenhelm. Beulenhelm ist extrem gut gegen ihn, gegen seine physischen Attacker, gegen die, die sich Momentum sichern wollen. Da ist der Rocky Helmet mit Kramor extrem gut. Kramor kommt in sehr viel rein und kann in sehr viel drin bleiben, weshalb der Beulenhelm halt hier ganz klar Item der Wahl ist. Das chippt seine Monster entsprechend natürlich an. Ich spiele auch Erzwinger, weil er halt eben kein potenzielles Bedrohermon oder ähnliches hat. Deshalb sehe ich hier Erzwinger über Spiegelrüstung. Ich spiele Iron Head und Brave Bird. Ich brauche beide Moves. Ich brauche Iron Head für Olangar. Brave Bird für Zarude. Ganz einfach, dass ich die touchen kann. Klar, da kann er natürlich auch entsprechend auf Raji wieder gehen, aber Raji macht nicht viel gegen mich, außer einem Feuerschlag, glaube ich. Dann kann ich die Schilde wieder wegdefoggen mit dem Defog. Ich kann mich roosten. Ja, U-Turn ist wieder auf der Strecke geblieben. Ich habe auch überlegt, so ein Iron Defense Body Press Set für P2. Aber ich brauche den Defog ganz einfach für seine Schilde. Ich muss ihn spielen. Ich hatte ihn zuerst auf Weezing drauf, aber ich brauche es Toxic auf Weezing und deshalb spiele ich Defog auf Kramor, weil eben aus den wie genannten, von den gerade genannten Gründen. Er muss dann halt switchen und gibt mir so immer die Option, seine Schilde wieder wegzumachen oder mich halt for free zu roosten. So, jetzt kommen wir dann zum Investment. Klar, 252 in den KP, alles andere macht keinen Sinn. Und dann spielen wir hier das Rui gewesen mit 0 Init IVs. Und zwar aus dem Grund, ich möchte vermeiden, dass er mit Sandslash langsamer ist als ich und dann EQ drücken kann, wenn ich mich roosten muss. Wenn er genau das gleiche macht wie ich, ist er natürlich genau 2 Punkte langsamer. Er ist ein sehr guter Spieler, er könnte das durchaus auf dem Schirm haben und dann wird das wahrscheinlich auch tun. Das heißt, es bringt mir eigentlich nichts, aber ich muss es machen, im Fall es nicht zieht. Im Fall es nicht zieht, muss ich es machen, damit ich einfach langsamer bin und das EQ verpufft. Ich muss mir das einbauen, weil sonst kann ich in Probleme kommen gegen Sandarmer, weil er mich halt eben dann treffen kann. Und dann muss ich halt wieder raus in Weezing, der das EQ dann mit der Schwebe abfängt. Deshalb habe ich mir das eingebaut. Ihr seht schon, ich habe nur 172 in der Def. Das verhindert, dass mich ein Choice Scarf the Root Tree-Hit KO'en kann. Dazu reichen die 172 aus, dass er mich niemals mit 3 Hits killen kann. Die restlichen 84 habe ich in Angriff gepackt, weil ich hier mit Kramer auch ein bisschen austeilen will. Der sieht offensiv auch gar nicht so schlecht aus mit seinen Moves, außer gegen Raji treffe ich eigentlich so gut wie alles, immer mindestens neutral, bisher effektiv. Und deshalb auch die 84 noch in Attack gepackt, um da noch ein bisschen Durchschlagskraft dann natürlich zu haben. Und dann kommen wir zum letzten Mon. Und da hoffe ich auch, dass das aufgeht. Der Method Man ist wieder dabei. Fuegro mit Scarf und Bedrohr. Ja, ich spiele Choice Scarf Fuegro. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Fuegro sieht hier offensiv auch extrem gut aus. Und
ist halt gegen seine Walls, die er da dabei hat, eine extrem gute Antwort. Und deshalb versuche ich am Ende mit Choice Scarf Fuego aufzuräumen. Ich spiele den Bedrohr, den Knockoff, den Flare Blitz, das ist klar. Ich habe überlegt, ob ich eventuell Feuerfeger oder sowas spielen soll, um den Rückstoßschaden zu minimieren. Aber dann dachte ich mir, pack's halt einfach noch den Ableithieb drauf. Die Kampfattacke muss ich sowieso spielen. Und dann habe ich geschwankt zwischen Momentum oder EQ. Ich habe mich für Momentum entschieden, und zwar für die Abgangstirade über der Kehrtwende. Ganz einfach, weil die Abgangstirade mir nochmal besser die Switch-ins bietet, wenn ich seine Angriffsstufen um 1 immer senken kann. Ja, die U-Turn gibt mir Damage, wäre auch gegen Zarud gut, aber ich habe zwei Moves für Zarud, Drain Punch und Flare Blitz. Von dem her brauche ich U-Turn nicht unbedingt. Für Raji habe ich auch die entsprechenden Moves. Und deshalb spiele ich hier die Abgangstirade. Für eine schnelle Abgangstirade, um dann auch rauszukommen und einen guten Switch-in zu haben. Eventuell sogar dann auf minus 2, je nachdem, was physisch drin ist. Und dann hoffe ich, dass ich hier mit Fuego Druck machen kann, weil ich glaube nicht, dass er mit einem Scarf Fuego rechnet. Ja, das macht natürlich die Tarnsteinschwäche für mich ein bisschen problematischer, weil halt Voltolos und Fuego die Boots nicht tragen, aber das bietet sich jetzt hier halt einfach an. Klar, ich bin Full Attack. Ich kann leider kein Adamant spielen. Ich wäre tatsächlich Adamant Full Init genau ein Punkt schneller mit einem Scarf, genau ein Punkt als seine 100er Mons, also als Raji und Glurak, aber bin dann leider langsamer als ein Full Speed Zarud. Deshalb muss ich Jolly spielen und die 204 in der Init, weil ich so schneller bin als ein nicht gescarftes. Ja, Scarf the Root ist sowieso das schnellste Mon auf dem Feld dann. Aber so bin ich schneller als ein nicht gescarftes The Root. Und wenn das weg ist, bin ich dann das schnellste Mon auf dem Feld und kann dann hoffentlich gegen Ende mich in einen Move locken und dann noch aufräumen oder entsprechend irgendwas revengen, weil Fuego halt doch auch gute Attack-Werte hat. Die letzten 52 natürlich in die KP, geben auch eine ungerade KP-Anzahl. Ja. Ich habe auch hier wieder lang rum überlegt, habe viel Zeit ins Teambuilding gesteckt, hatte mal noch Zwirrfinch und Sneebel kurzzeitig auf der Rechnung. Sneebel sieht auch wirklich gut aus in dem Matchup. Das Problem ist nur, dass der ohne Choice Band und selbst mit Choice Band immer zu wenig Schaden macht. Und Olangar kann er nicht killen, hinter Screens sowieso nicht, wird aber von ziemlich viel gewone-shottet. Dann habe ich mich da ziemlich schnell dann für andere Mons entschieden. Klar sieht er offensiv gut aus, aber es ist halt zu wenig Punch dahinter. Zwirrfinch hatte ich mit einem AV-Set drin, ganz einfach, weil der Glurak komplett ausgestallt hätte. Aber er hat halt Olangar, er hat The Root, dagegen mache ich nicht viel mit Zwirrfinch. P2 kommt immer in Poltergeist rein, Knock-Off kann er nicht. Ja, klar, er kann die Kampfattacken. Aber ja, ich habe mich dann dagegen entschieden und habe die Mons eben hier einfach stärker gesehen. Vielleicht kann es mir auf die Füße fallen. Eventuell wäre auch Zwirrfinch gut gewesen, wenn doch Legios mitkommt. Aber ja, das wäre so noch das erste Mon, das ich noch drin gehabt hätte, einfach wegen seiner Giga. Aber die 6 hier, die sehe ich einfach als stärker an, die sehe ich als besser an. Ich denke, ich bin ganz gut vorbereitet. Ich hoffe, dass ich ihn vor Probleme stellen kann, dass es nicht so eindeutig wird wie in der JPL. Ich hoffe, dass ich ihn auch überraschen kann. Im Teambuilding bin ich eigentlich soweit immer ganz gut, habe ganz gute Strategien, aber ich bringe sie oft nicht aufs Feld. Das seht ihr ja selber. Ich hoffe, dass es jetzt wieder funktioniert mit dem Regentanz, so wie gegen an Spieltag 2 gegen Chin. Wenn es klappt, dann sieht es wirklich gut aus. Wenn es nicht klappt, ja, gut, dann müssen andere Strategien zünden. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Vorbeischauen. Kampf gibt es wie immer einen Tag später. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.